Ich hab doch deinen Charakter gemeint. Warum bist du denn jetzt beleidigt und warum weinst du? Ich hab gedacht, du meinst mich. Das ist natürlich überhaupt nicht real. Trotzdem gibt es viele Sachen, die wir lernen können, wenn wir mal einen ganz anderen Charakter spielen. Und wenn ihr wissen wollt, worum es geht, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's sofort los. Hallo, mein Name ist Martin Schröer und ich bin Organisationsentwickler, Musiker und vor allen Dingen leidenschaftlicher Rollenspieler. Ich bin großer D&D-Fan, aber ich spiele auch andere Systeme. Meine Beispiele sind meistens mit D&D, aber ihr könnt sie auch anders verwenden. Ja, wenn wir mit dem Rollenspiel anfangen, also mit dem Fantasy-Rollenspiel, mit dem Pen and Paper, dann neigen viele von uns dazu, am Anfang irgendwas zu spielen, was so ähnlich ist wie sie selbst. Ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht. Ich kann davon nur abraten. Ich glaube, wir haben viel mehr Spaß, wenn wir jemanden spielen, der charakterliche Tiefe besitzt, weil er ganz anders ist als wir selbst. Und ich glaube, dass man davon ganz viel lernen kann. Und deshalb möchte ich euch jetzt ermutigen, mal einen Charakter zu spielen, der ganz anders ist als ihr selbst. Probiert's einfach mal aus. Ihr seid schüchtern, spielt einen Draufgänger. Ihr seid selbst ein Draufgänger, spielt mal was Schüchternes, dreht es um. Oder sucht euch was ganz anderes aus. Auf jeden Fall was, was möglichst weit von euch als Person weg ist. Das hat viele Vorteile. Also was wunderbar passiert, wenn man es aufgeteilt ist, oder viel besser als sonst zumindest, ist, ja, Charakterstreit und Spielerstreit unterscheiden sich. Wenn ich weiß, ich bin dieser draufgängerische Typ und ich bin ein bisschen ungehobelt und ich mache jetzt den Barden der Gruppe an, der etwas schüchtern ist, komischerweise, dann weiß der, dass ich das in meiner Rolle als Draufgänger mache. Und er weiß, wie er in seiner Rolle als schüchterner Barde darauf reagieren kann. Es wird natürlich was ganz anderes, wenn er jetzt irgendwie, wenn ihr beide so seid, wie ihr wirklich seid, dann werden die Signale komplett anders verstanden. Das heißt, wenn der Draufgänger den Draufgänger spielt und der schüchterne Barde von dem schüchternen Spieler gespielt wird. Ihr könnt euch vorstellen, ja, der Draufgänger macht sein übliches Ding, der Barde denkt, okay, Jens hat wieder irgendwie total die dicke Hose an und macht jetzt einen auf Draufgänger. Und er fällt automatisch in das Muster, was er gewohnt ist anzunehmen, wenn andere Draufgänger mit ihm spielen. Der nächste gute Punkt ist, ihr bietet natürlich auch weniger Angriffsfläche. Weil, wenn der Charakter sich sehr vom Spieler unterscheidet, dann kann man sehr gut sehen, es ist nicht ich bin es nicht. Ich bin nicht der, der da gerade spielt. Es ist eine Fiktion, eine Figur, die ich spiele. Wenn das sehr nah dran ist, erreichen euch Dinge, die euch auch im normalen Leben erreichen. Das heißt, so bestimmte Triggerpunkte, wo ihr anspringt, wo ihr sauer werdet oder traurig oder verletzt seid, die unterscheiden sich komplett von euren Sachen, die ihr normalerweise habt, wenn ihr einen komplett unterschiedlichen Charakter wählt. Wenn ihr es nicht macht, werden natürlich auch die gleichen Punkte angetriggert, die sonst angetriggert werden, weil dann Verhaltensweisen aufeinanderstoßen, die oft ähnlich sind. Wie ich es gerade schon erklärt habe, der Draufgänger macht den Schüchternen irgendwie komisch an und es triggert was. Der nächste Punkt ist, ich weiß nicht, ob der Begriff Interferenzen euch was sagt, aber es geht so um Unstimmigkeiten und Überlagerungen. Wenn ich nicht genau weiß, ob mein Charakter gerade was denkt oder mein Spieler was denkt, also ich, dann ist es manchmal schwieriger, das auseinanderzuhalten. Also wenn ich erst überlegen muss, okay, was ist jetzt der Charakter, was bin ich, und dann meine Reaktion mache, dann wird es natürlich wesentlich unflüssiger, als wenn ich ganz klar habe, oh ja, der ist ja ganz anders als ich, also ich würde so nie reagieren, mein Charakter geht in die Kneipe und haut ihm einen aufs Maul, und weil das das ist, was er macht, obwohl ich das natürlich nie machen will.
Ja, das wäre ganz untypisches Verhalten. Ich kann mich super gut davon abgrenzen. Und es führt zu einem viel flüssigeren Spiel, weil man diese Sachen nicht hat. Okay, bin ich das jetzt oder ist das der Charakter? Es macht auch total viel Spaß, wenn man auf diese Art was dazulernt. Also, wenn ich sonst nie ein Rowdy spiele, ein Angeber spiele oder sonst irgendwas und das jetzt mal versuche, dann sehe ich, wie andere Menschen auf diese Versuche reagieren, auf diese Verhaltensweisen. Und ich lerne die unter Umständen, wenn ich das möchte, kann ich die für mich privat adaptieren. Das heißt, der schüchterne Spieler, der einen Angeber spielt, merkt, oh, vielleicht muss ich mein Licht ja gar nicht so unter den Scheffel stellen. Vielleicht gibt es ja positives Feedback auf gewisse Arten, wenn ich angebe. Oder ihr kennt das vielleicht irgendwie, also ich kenne es als Musiker, so von meinem Gefühl sind die Amis immer so, dass sie sagen, ja, ey, es ist saugut und ich bin der Beste und sowas. Ich würde das von mir nie behaupten. Ja, weil ich weiß, es gibt noch viele andere, selbst die in meinem kleinen Bereich, ob das jetzt die Musik ist, die ich mit der Band spiele oder die Musik, die ich komponiere. Natürlich gibt es noch viele Leute, die es besser machen oder vielleicht machen sie es auch nur anders und ich denke, sie sind besser. Aber es gibt große Unterschiede und ich kann davon was lernen. Also wenn ich den Angeber spiele, als er, ja, Mensch, der eher untertreibt, kann ich von diesem Verhalten was für mich abzweigen. Und das habe ich auch schon gemacht, tatsächlich. Ich bin jetzt inzwischen eher so, jetzt wo ich ein paar Mal einen Angeber gespielt habe, dass ich sage, ja, es ist so und so. Ich kann das. Habe ich früher eher nicht gemacht. Wenn man mal so ein bisschen in den Schuhen eines anderen gelaufen ist, indem man einen komplett anderen Charakter gespielt hat, glaube ich, dass man auch sehr viel empathischer ist. Um bei dem Beispiel zu bleiben, der Draufgänger, der den Schüchternen spielt, kriegt jetzt erstmal mit, wie seine eigenen Verhaltensweisen sich oft auf den anderen auswirken. Das heißt, so fühlt sich das an, wenn ich in der Rolle bin. Ist natürlich nicht ganz leicht, es dauert ein bisschen, aber nach einer Weile wird er bestimmt merken, dass er ja ganz anders ist, ganz andere Sachen mitbekommt. Und dadurch wird er wahrscheinlich sich in Zukunft Menschen, die erschüchternd sind, vielleicht anders gegenüber verhalten. Könnte ich mir gut vorstellen. Also so wie das Draufgängerische mich bewegt hat und mich verändert hat, indem ich besser verstehe, was die Vorteile sind vom Draufgängersein. Genauso ist es, glaube ich, würde ich jetzt sagen, wenn ich jemand schüchternd spiele und dann feststelle, okay, ja, das fühlt sich aber ganz anders an. Oh, das fühlt sich gar nicht so gut an, was ich in meiner Rolle oder was ich, wenn ich normal bin, als Draufgänger so mit Leuten mache. Also, ganz cooles Ding. Man lernt andere Sachen. Man lernt, man wird empathischer. Finde ich einen wichtigen Punkt. Naja, es gibt auch neue Lösungsstrategien. Gerade wenn ihr in der Gruppe unterwegs seid zum Beispiel, lernt man die Fähigkeiten anderer mehr zu schätzen. Das ist ja beim Rollenspiel oft so, ne? Der Dieb knackt die Schlösser, der Barbar haut drauf und der Zauberer überlegt sich Strategien aus dem Hinterhalt, wie er seinen Zauber am besten platzieren kann. So hat jeder seinen Platz. Und das lernt man auch meistens relativ schnell. Man kann das auch übertragen. Ja? Ihr könnt Sachen auf den Job zum Beispiel übertragen und sagen, okay, der Kollege Alpha, Peter, sage ich jetzt mal, der ist total gut darin, irgendwie mathematisch irgendwie Geschäftsideen umzusetzen und zu rechnen, ob sich das alles rentiert. Dann frage ich den doch demnächst. Und der freut sich vielleicht darüber, weil Zahlen sein Steckenpferd sind und er das in der Firma noch nicht so ausleben konnte. Also ihr merkt eher, welche Fähigkeiten andere Leute haben und versteht besser, sie zu nutzen. Und damit meine ich nicht ausnutzen, damit meine ich einfach, ja, die Leute auch glänzen lassen. Was wir machen, wenn wir anderen Leuten, dass sie die Spotlicht geben. Wenn der Dieb vor der Tür steht und die Tür nicht aufkriegt, sagt er auch dem Barbaren, kannst du mal bitte die Tür eintreten? Aber der Barbar würde genauso gut sagen, oh, wir müssen leise sein, mach du erst mal die Tür auf. Wenn es sehr unterschiedlich ist, habe ich ja schon am Anfang gesagt, wie Spieler und Charakter sind, wird es auch viel leichter,
auf Schwierigkeiten einzugehen. Es wird sehr schnell klar für Spielleiter, okay, was ist die Charakterebene und wo sind wir auf der Spielerebene? Und wenn wir auf der Spielerebene sind und schnauzen uns an, ja, dann kann man als oder sollte man als Spielleiter auch eingreifen. Wenn man auf der Charakterebene ist, gut, bei bestimmten Sachen würde ich auch da eingreifen, wenn ich denke, es ist zu viel, ja, und es könnte sich vielleicht übertragen, aber wenn es sehr verschieden ist, würde ich die meisten Sachen durchgehen lassen als Spielleiter. Ja, da streiten sich zwei, das gehört dazu, das ist Charakterspiel. Ich habe neulich irgendwie, hatte ich fast schon einen Glaubenskrieg in der Party, weil die unterschiedliches Verständnis dafür hatten, was gut ist und was böse ist und wie man damit umzugehen hat. Und ob man die Leute einfach gleich umbringen kann oder ob man mit denen, also ob man die erstmal befragt und versucht, eine friedliche Lösung zu finden. Ganz spannendes Thema, finde ich. Also ihr könnt ganz viel daraus lernen. Ihr merkt, ich bin begeistert davon, von der Idee, dass man mal was ganz anderes spielt. Ich habe damit super Erfahrungen gemacht. Und wenn ihr Lust habt, probiert es doch einfach mal aus. Macht euren nächsten Charakter einfach mal so weit weg von euch, wie es geht. Und ihr werdet, glaube ich, merken, dass es ganz viel Spaß macht, dass es ganz anders ist und dass man ganz viele Sachen dabei lernt. Also, das war's für heute. Ich sag erstmal, macht's gut. Tschüss, euer Martin.